So, heute probiere ich mal was anderes, ein Lehrvideo, und deshalb hatte ich es auch auf Hochdeutsch. Ich denke, vielleicht könnte das irgendwann jemand interessieren, was ich hier zu sagen habe. Ja, deshalb heute möchte ich mit etwas Mathematischem beginnen, das mir in der Vorlesung Theoretische Informatik beigebracht wurde, das mich irgendwie noch, ja, interessiert hat, ein neuer Gedanke eigentlich. Und zwar geht es um das Problem mit der Unendlichkeit. Man kennt sie nicht, man hat noch nichts gefunden auf der in unserem Universum, das unendlich ist. Und wie entscheidet man, dass etwas unendlich ist? Man hat die Zahlen erfunden, die sind aber künstlich erfunden, von denen behauptet man, sie seien unendlich. Nun, um zu sehen, ob etwas unendlich ist, müssen wir irgendwie entscheiden, was größer wie das andere ist. Also, wir brauchen eine Größerrelation. Ist etwas größer als etwas anderes? Nun, ja, ich probiere sehr mit Zeichnen, aber ja, meine Zeichnungskünste sind nicht gerade zeigenswert, aber vielleicht verdeutlichen sie meine Erklärungen. Ein Hirte, ein alter Hirte, der Schafe hat. Er hat mehrere Schafe. Und zwar die einen sind weiß und die anderen schwarz. Jetzt ist die Frage, der Hirte möchte wissen, wie viele Schwarze, also hat er mehr schwarze oder mehr weiße Schafe? Nun, der Hirte kennt Zahlen nicht. Er weiß nicht, was Zahlen sind. Wie kann er, ohne zu zählen, herausfinden, von welchen Schafen er mehr hat? Nun, der Trick ist, Pärchen zu bilden. Man nimmt immer zwei Schafe zusammen. Ich nehme hier diese zwei zusammen und diese. Und dann von der Sorte, von der Schafe übrig bleiben, hat er mehr. Er hat also mehr weiße als schwarze Schafe. Er kennt aber das Konzept von Zahlen nicht. Er weiß nicht, was eine 1 ist. Er weiß auch nicht, dass er drei Schafe hat, weiße Schafe. Und weiß nur, dass er mehr weiße Schafe hat. Dieses Konzept wurde in der Mathematik oft benutzt und auch bis heute. Und es, ja, es bekam den Begriff Bijektion. Es beschreibt einfach, dass es immer, also eine Bijektion ist es nur, wenn man Pärchen über die ganze Menge bilden könnte. Also wenn es gleich viele hat, wenn jetzt hier noch ein schwarzes wäre. So, dann hätten wir jetzt eine Bijektion zwischen weißen und schwarzen Schafen. Nun, inwiefern ist das relevant für die Unendlichkeit? Nun, es gibt die ganzen positiven Zahlen. In der Mathematik schreibt man die so, mit dem n, mit hier zwei Strichen. Das sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, manchmal auch 0, ist nicht so wichtig. 5 und so weiter. 100, 101 bis unendlich. Also ohne unendlich. Unendlich ist nicht dabei als Zahl, aber es hört nie auf. Nun möchte man wissen, ist eine andere Zahlenmenge gleich groß wie die Zahlenmenge der natürlichen Zahlen? Das hier sind die natürlichen Zahlen. Und man löst diese Frage, man kann ja nicht durchgehen und zählen, sie hören ja nie auf. Man löst dieses Problem mit der Bijektion, also man macht Pärchen. Jetzt zum Beispiel kann ich sagen, ja, ich nehme jetzt die natürlichen Zahlen
aber 0, 1 und 2 nehme ich nicht. Das wird so geschrieben, ist egal. Ich schreibe hier, welche Zahlen darin sind. Das ist 0, 1 und 2 sind nicht drin. Also 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. 103, 104. So. Nun könnte man sagen, die Intuition würde sagen, die neue Menge ist kleiner als die erste. Doch wenn man es über Bijektionen definiert, sind sie gleich groß. Ich kann eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen bilden. Also ich habe beim oberen, egal, dann habe ich hier 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier als das von oben kennen wir hier noch ein, haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun, jetzt können wir Pärchen bilden. Das ist nicht so schwierig. Wir machen einfach immer so Pärchen. Ganz wie der Hirte. Wir nehmen immer zwei zusammen und das Ganze. Ja, und so bekommen wir Pärchen bis vielleicht in die Unendlichkeit. Ja. Jetzt. Wann sind diese Mengen gleich groß? Sie sind gleich groß, wenn es immer ein Pärchen gibt. Und es gibt immer ein Pärchen. Man findet keine Zahl hier unten in dieser Menge, die keinen Partner hier im Kleinen hat. Also obwohl das hier drei Elemente fehlen, findet man immer einen Partner im anderen. Man spricht davon, dass sie gleich groß sind. Das ist nicht gerade wie die Intuition spricht. Man würde sagen, die untere ist ja kleiner, hat drei Elemente weniger. Nun ja, wenn man sie über wie der Hirte macht und Pärchen bildet, dann sind sie gleich groß. Auf diese Art hat man dann unendlich definiert. Unendlich sind alle Mengen, wenn man von ihnen Elemente, einzelne Elemente wegnimmt und sie immer noch gleich groß bleiben. Das sind unendliche Mengen. Also, wir haben von der oberen Menge haben wir drei Elemente weggenommen und sagen jetzt, sie sind gleich groß. Das beweist, dass die obere Menge unendlich groß ist. Wir können das gleich wie das untere machen. Und natürlich immer noch ein Element wegnehmen. Wir können jetzt immer noch ohne 0, 1, 2 und 3 machen. Und jetzt sind das 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir können immer noch Pärchen bilden. Also auch die zweite ist unendlich groß. Nun. Das ist mal der erste Schritt. So wird unendlich definiert. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Zahlenmenge, die auch gleich groß ist wie die natürlichen Zahlen, aber man wird es nicht denken. Es ist Q. Q für Quotient sind alle Zahlen, die irgendwie ein Drittel, zwei Zweitel, 4, Zweitel, 7, Eintel, so, sind alle Bruchzahlen. Nun, wie soll das sein, dass das gleich viele sind wie die natürlichen Zahlen? Wieder über den Trick der Bijektion, wieder über den Trick der Pärchenbildung. Die Intuition würde natürlich sagen, es gibt viel mehr Zahlen hier als irgendwie in n.
nur schon zwischen 0 und 1 gibt es unendlich viele, das müsste man noch zeigen, aber braucht es unendlich viele von, gibt es unendlich viele von den Q-Zahlen, wobei es nur 2 von n gibt. Wie sollten die gleich groß sein? Die Frage ist eigentlich nur, wie bildet man die Pärchen? Finde ich zu jedem Q eines von dem. Wenn ich für jeden Bruch, den es gibt, überhaupt eine Zahl in n finde, dann ist es, dann sind sie gleich groß. Dann habe ich ein Pärchen, habe ich für jeden Bruch eine Zahl in n. Nun, wie macht man das? Man macht eine Tabelle. Wunderschön. Und man sagt hier, nummeriert hier die Zahlen durch. Und jetzt macht man den Bruch. Immer die obere Zahl geteilt durch die untere. Also ein Eintel, ein Zweitel, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel. Zwei Eintel, zwei Zweitel, zwei Drittel, zwei Viertel, zwei Fünftel, zwei Sechstel, drei Eintel. 4, Eintel, 5, Eintel, 3, Zweitel, 4, Zweitel, 5, Zweitel, 3, Drittel, 3, Viertel, 3, Fünftel, 3, Sechstel. Ist ja egal. So kann man das auch füllen. Wenn man sich das kurz überlegt, merkt man, dass man auf diese Art irgendwann, und zwar in endlicher Zeit, nicht, man braucht nicht unendlich Zeit, kommen irgendwann zu jedem Bruch aus ganzen Zahlen. Also zu allen positiven. Die negativen kann ich sonst mal behandeln. Also man kommt zu allen. Jetzt, wie mache ich die Pärchen zu den natürlichen Zahlen? Nun, ich kann einfach eine Route wählen, wie ich ganz sicher zu jedem Bruch komme. Schau mal her, ob ich die Farbe wechseln kann. Ja, lassen wir es. Ich kann einfach irgendwie durchgehen. Ich sollte nicht in diese Richtung beginnen und auch nicht in diese Richtung, weil ich kann nicht durchgehen und wenn ich fertig bin, dann wieder oben beginnen. Das geht nicht, weil ich komme ja nie unten an. Das sind ja unendlich viele Zahlen. Ich muss also etwas Schlaueres machen. Aber es ist nicht so schwierig. Ich gehe diagonal. Mach hier die Diagonale, jetzt hier. Dann im nächsten hier die Diagonale in der Tabelle. Zum nächsten Diagonale gehen und wieder Diagonale machen. Zum nächsten und wieder die Diagonale machen. Und so weiter. Und wie mache ich die Pärchen? Nun, ich nummeriere sie den Pfeilen nach. Das hier ist die 0, das hier ist die 1, das hier ist die 2, das hier ist die 3, das hier ist die 4, das hier ist die 5, das hier ist die 6, das hier ist die 7, das hier ist die 8, das hier ist die 9, das hier ist die 10, die 11, die 12. Ich mache hier immer solche Pärchen. Was ist jetzt unübersichtlich? Ich hoffe, wenn ihr zugeschaut habt während dem Zeichnen, hat es Sinn gemacht. Wir haben also für jeden Bruch, den es gibt, haben wir irgendwann eine natürliche Zahl. Wir haben diese Pärchen gebildet. Wir kommen zu jedem positiven Bruch, den es überhaupt gibt. Und haben dadurch gezeigt, dass es gleich viele Bruchzahlen gibt wie natürliche Zahlen. Ja, lassen Sie das mal sitzen. Ist nicht so einfach. Morgen geht es vielleicht weiter mit negativen Zahlen, ganzen Zahlen und vielleicht irgendwann noch rationale Zahlen. Ja, morgen, vielleicht irgendwann.